So, sehr verehrte Damen und Herren, willkommen zum WinLab Stream, Video, Input, Content am Mittwoch. Mein Name ist Wieland, ich bin studentische Hilfskraft am WinLab und ich habe heute das Vergnügen und die Ehre, euch den E-Tisch zu zeigen und welche Anlagen wir dort haben. An der Kamera ist mein sehr geschätzter Kollege Jakub, ebenfalls SHK. Danke schon mal mit Gimbal und Mikro und allem drum und dran. Also wir sind heute sehr professionell unterwegs. Und ja, ihr seht hier vor euch den E-Tisch inklusive E-Technik-Regal. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, was wir haben. Im Grunde genommen ist es ein klassischer Labor-E-Technik-Tisch. Beginnen wir einfach mal mit unserem wunderbaren Oszilloskop. Ein schönes Rigol 4-Kanal. Präzisionsoszilloskop, da kann man nichts sagen, kann man technische, elektrische Probleme ausklingeln. Wir haben hier zwei Laborstromversorgungen. Was können die? 12 Volt, ja, alles klar. Und noch eine größere Laborstromversorgung bis 96 Volt, 8 Ampere. Das ist dann schon ordentlich Bums. Das ist tatsächlich eine Leihgabe von einem anderen Bereich, aber ein nettes Netzteil. Genau, was wird hier bei uns am meisten gemacht? Im Grunde genommen wird hier am meisten gelötet. Die User kommen hier in den Genuss unserer Weller-Lötstation mit Endlötpumpe. Im Detail werde ich dazu etwas nachher erklären. Währenddessen das Rigol sich hochgefahren hat und ich hier die Messspitzen schon in der Hand halte, warum auch immer, ein kleiner Hinweis, es wird das der E-Technik-Tisch immer sauber verlassen und die meisten halten sich auch dran. Das hier oben ist auch ganz nett. Das ist ein kleines USB-Mikroskop. Damit kann man zum Beispiel kalte Lötstellen suchen oder besonders kleine Komponenten löten, wer nicht mehr ganz so gute Augen hat. Und ja, natürlich die Stromversorgung, die ist speziell abgesichert. Und wir haben hier auch eine antistatische Unterlage. Wenn man jetzt Präzisionselektronik löten würde, die sehr sensibel ist, dann würde man sich das quasi als Armband umlegen, ja, damit man sich nicht statisch auflädt. Das ist verbunden mit der Matte und gekoppelt mit der Steckdose an der Erde vom Gebäude, damit man nicht rumläuft, sich auflädt und dann sich wieder hinsetzt und dann hat man es kaputt gemacht. Ist vielleicht dem einen oder anderen schon mal zu Hause passiert beim Computer basteln. Im Winter Wollsocken und flauschiger Teppich und dann war es das. Also ich weiß nicht, wie häufig das passiert. Mir ist es aber mal passiert. So, Lötstation, Weller, wunderbares Teil, vollkommen digital gesteuert. Ich glaube, die hat auch ein attraktives Display. Oh, haben wir hier noch Strom? Oh ja, attraktiv, Hintergrund beleuchtet, ne? Engineered in Germany, Version 072. Ja, eine Firmware kann man darauf flashen. Nett. Ihr seht schon, das Ding gibt Vollgas. Es heizt ultimativ schnell auf. Ja, das gibt immer richtig Gas. Und hat jetzt auch schon gleich die Zieltemperatur erreicht. Und zwar jetzt. Währenddessen der Kolben, der hat hier auch am Griff sowas ganz Nettes. Wenn man den wegtut, dann geht er in den Eide, die Temperatur fällt. Und wenn man den wieder in die Hand nimmt, dann erkennt er das automatisch, dass man das in die Hand genommen hat. Dann fängt er das Lämpchen an zu blinken und dann heizt er wieder auf. Wirklich ein sehr feiner, netter Lötkolben. Macht Spaß. Kann man nichts anderes sagen. So, was haben wir hier? Ich mach das mal aus. Nicht, dass man sich hier noch verbrennt. Wir haben hier eine ganz wunderbare Absaugung, denn beim Löten entstehen auch giftige Dämpfe, ja, gerade vom Flussmittel. Wenn man da, der ein oder andere von euch kennt das vielleicht, wenn man da zu lange und zu viel von einatmet, dann fühlt man sich geradezu benommen und müde. Ja, ist ganz interessant. Und diese Absauganlage, ebenfalls von Weller, hat hier unten diese Filterkiste und kann diese ganzen giftigen Dämpfe einsaugen und binden. Ja, hier haben wir diverse kleine elektrische Komponenten, Widerstände, Kondensatoren, was man halt so hat, was man halt so braucht. Genau, Jakob, du kannst ja mal da rumfilmen. Gute Arbeit.
Ich bin sehr froh, heute die Kamera nicht selber halten zu müssen, weil ich nicht so viel von dieser Gimbal-Technik verstehe. Es ist nach wie vor für mich ein Mysterium. Geradezu Hexenwerk. Weiter im Technikschrank. Was haben wir hier? Ganz wunderbare Sache. Ein Lötofen, ein LPKF Protoflow E. LPKF, das ist ein schöner deutscher Mittelstand. Tolles Gerät, bin ich auch immer erheitert, dass ja, die deutsch-mittelständischen Unternehmen ebenfalls nach wie vor ja, Weltklasse-Produkte anbieten. Und wofür braucht man das? Ja, vielleicht habt ihr euch mal gefragt, was macht jemand, der einen Prototypen-PCB mit Semiconductor- oder Konduktorelementen zusammenbaut, ja, mit ganz kleinen elektrischen Widerständen oder anderen Bauteilen. Ne, der eine, der nimmt ein Mikroskop, aber zum Beispiel ein Grobmotoriker wie ich, der hat ja gar nicht die Hände, um so fein und so klein unter dem Mikroskop löten zu können. Ne? Da kann man sich zum Beispiel so einen Lötofen besorgen. Das ist nichts anderes als ein besserer Pizzabackofen. Kleiner Spaß, ein bisschen nicer ist es schon. Also man kann die Temperaturkurven frei programmieren. Und richtig, also da hat man zum Beispiel eine Platine, ja, die man mit einer Maske überzieht und Flussmittel aufstreicht, dann die ganzen Elemente aufsetzt mit einer Pinzette und dem Mikroskop zum Beispiel und dann mit ganz exakt und präzise frei programmierbaren Temperaturkurven einmal das Ganze backt. Ja? Wenn man sich das im Zeitraffer anschaut, dann sieht man auch, wie das Flussmittel richtig schön die SMD-Komponenten an die richtigen Stellen zieht. Ja, und wenn man das alles richtig gemacht hat, dann hat man im besten Falle ein attraktives, nettes Ergebnis binnen kürzester Zeit. Manchmal ist es so, dass ein oder zwei Bauteile ein bisschen daneben schwimmen. Da muss man dann nochmal händisch ran. Aber ich sag mal so, das Ding lötet 100 Bauteile in ja, einer ganz schnellen Zeit und es ist eine tolle Maschine. So, was haben wir hier oben? Das ist ein Kompressor. Der Kompressor ist in diesem Fall nicht für den Laser, sondern der geht hier hinten in die Lötstation rein, denn die Entlötpumpe, ja, damit kann man elektrische Bauteile entlöten. Mit dem Unterdruck des Kompressors wird quasi das Lot aufgesammelt, aufgezogen und damit kann man Kontakte und elektrische Baugruppen wieder frei machen. Ja, genau, das ist der Kompressor, den braucht man dafür. Das hier, das ist ein Telefon und ansonsten, genau, haben wir da noch eine zweite antistatische Matte. Ja, richtig. Ich möchte mich noch ganz herzlich von euch bedanken, dass ihr eingeschaltet habt und vor allen Dingen möchte ich appellieren, YouTube, Instagram und Co. zu abonnieren, damit ihr seht, wann wir wieder aufhaben. Weil ich und auch andere studentische Hilfskräfte, wir sind natürlich schon ganz scharf drauf, hier wieder User empfangen zu dürfen und dass hier wieder gebastelt werden kann. Und ja, wenn euch das gefallen hat und ihr vielleicht den Lötofen gerne mal ausprobieren möchtet, dann ja, dann kommt gerne, wenn das hier wieder möglich ist und das Internet euch dazu quasi Bescheid sagt, vorbei, würden wir uns freuen. Ansonsten bedanke ich mich für die fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant. Es war wie alle meine Workshops oder Referate nicht geplant, sondern es geht einfach los, die Dinge passieren, ne? Man lässt dem seinen Lauf und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und falls jemand gefragt hat, wo die Anrufe rauskommen, wenn man die Telefonnummer im Internet anwählt, da kommen sie oben raus. Deshalb habe ich vorhin noch das Telefon erwähnt. Ne? Genau, das ist unser Telefon. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sommer, bleibt bitte gesund und dann freuen wir uns, euch demnächst hier sehen zu dürfen. Ne? Macht's gut!